Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supro von PS5.de. Ja, ich habe hier was Feines, und zwar The Division in der Sleeper Agent Edition. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Gerade frisch gekauft bei Mac Media Games Hannover. Die haben auch einen Online-Shop, macmediaonline.de. Total geile Sache, freue mich tierisch drauf. Das Ding ist auf jeden Fall größer, als ich dachte. Und das werden wir jetzt mal einfach zusammen auspacken und mal gucken, was da alles so Schönes drin ist. Und ich bin sehr gespannt auf die Uhr. Bis gleich! So, meine Freunde, wollen wir mal das gute Stück auspacken. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Umfang ist. Und ja, die Sleeper Agent Edition ist größer, als ich dachte. Und damit ihr es auch genauer sehen könnt, werde ich mit der Kamera ein bisschen näher ranzoomen und auch einfach mal jetzt dieses The Division Mundstück abnehmen, damit ich auch mal atmen kann. Also, packen wir mal das schöne Ding aus. So, meine Freunde, nicht wundern, ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen ist gut und leicht untertrieben, aber egal, wir müssen das durchziehen, weil das Ding ist einfach genial und es sieht schon großartig aus, aber ich kann ja gar nicht sagen, dass es genial ist, weil ich habe es noch nicht ausgepackt. So, mal sehen, was mir Macmedia Games Hannover hier Schönes verkauft hat. Gucken wir mal nach. Machen wir als erstes hier, ne, der Pappschuber, Rückseite. Ja, sieht man alles, was drin ist. Es ist halt, wie gesagt, der Season Pass drin, ein Steelbook, glaube ich, ist das, oder ein Poster, so ein Survival Kit, eine Uhr. Ich bin ja sehr gespannt auf die Uhr, wie die Uhr ist. Mal gucken. Aber das werden wir jetzt auf jeden Fall alles erfahren, weil, whoop, wir drehen es wieder so und dann machen wir diesen hier. Whoop. Hier ist das gute Teil. Das finde ich auch cool. Ich mag Pappschieber auf jeden Fall. Finde ich immer eine sehr, sehr gute Sache. Du kommst jetzt einfach mal hier hin. So, dann haben wir hier das gute Stück und das, oh, das ist auf jeden Fall stylisch. Also das haben ja richtig Designer entwickelt. Das ist nicht irgendwie so eine 0815 Box, nee. Das hier hat auf jeden Fall einen gewissen Charme und einen gewissen Style. Es sieht fast so aus, als würde ich eine Konsole auspacken. Irgendwie cool. Ich find's cool. Ich find's wirklich cool. So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, das müssen wir jetzt so aufmachen. Oh mein Gott. Alter, das sieht ja echt genial aus. Das sieht ja echt genial aus. Und das für den Preis nicht schlecht. Ich mache das mal so. Also, nice. Also, ich versuche das mal nochmal zu zeigen. Ne? Ist halt ein richtiger Schieber-Effekt hier. Und sehr schön geordnet und ja, ein bisschen Styropor hier. Sieht sehr edel aus. Und dann machen wir mal das Ding jetzt mal ganz auf. Wupp. Wupp. Also für den Preis, falls ihr es nämlich bekommen habt, ne, das Ding geht ja für 139, 149, glaube ich, raus. MacmediaOnline.de hat es halt für 121 oder 120 rausgehauen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, spart man ein bisschen Geld, finde ich cool. Habe ich auch für den Preis geschossen. Dann kann man das hier wieder so zusammen machen. Oh, und es riecht noch produktionsfrisch. Ich liebe ja Sachen, die produktionsfrisch riechen. Ich glaube, einige von euch, die die Unboxings gucken, wissen das. Ne? Sehr, oh, oh. Gib mir die Produktionsfrische. Sehr schön. So, das ist der Inhalt. Vielen Dank fürs Schauen. Nein, Spaß beiseite. Gucken wir mal das erste hier an. So. Das ist wohl das Artbook. Auf dem ersten Fühlungstest quasi fühlt sich das sehr, sehr gut an. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, was drin ist. Oh. Oh nee, das gucke ich mir an. Also ich bin in 10 Minuten wieder da. Das gucke ich mir jetzt hier in Ruhe an. Ich muss auch aufpassen, dass es hier in der Kamera sieht. So. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Hier ein paar Seiten. Ich will jetzt aber nicht so viel zeigen. Aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Besonders hier, ne? Sehr schick auf jeden Fall. Sehr, sehr schick. Ein schönes Artbook. Nicht irgendwie so ein 0815 Artbook. Nein, ein wirklich schönes Artbook. Also wie gesagt, das Artbook sieht schon mal richtig gut aus, fühlt sich auch richtig gut an, gut verarbeitet. Und ich kann wirklich sagen, dass die Bilder drin wirklich schön aussehen. Hier nochmal eins, so, eins noch. Aber dann ist gut, mehr wird nicht gespoilert, ne? So, was haben wir als nächstes? Dann haben wir, ich nehme einfach mal, die Uhr hebe ich mir auf, ich nehme einfach mal das Survival Kit. Das sieht so aus, in einer schönen kleinen Couture-Tasche, Beutel, wie man auch das schön sagt zu. Ja, fühlt sich ganz gut an, ist so ein bisschen... Ich glaube nicht, dass es echtes Leder ist oder so, ne? Aber es fühlt sich ganz gut an, hat auch einen schönen Style. Könnt ihr an euren Gürtel dann befestigen. Hier sind so kleine Schnallen dafür. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da was drin ist. Oh, da ist wirklich was drin. Und zwar die Gürtelschnalle. Wie, ist da keine Spritze drin? Keine Knarre, keine Patronen, kein was auch immer? Ne, das Ding... Ah, au, 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 ich habe mich am Reißverschluss gekratzt. Oh, nein, das Ding ist soweit leer, habt ihr halt noch den Trageriemen, aber es sieht halt sehr cool aus. Kann man dann die Uhr reinmachen oder whatever. Hier ist noch die Verpackung. So, das nächste gute Stück ist dieser komische Beutel. Ich glaube, das ist, was ist denn das? Extreme Mails, Extreme... Oh, das sind irgendwelche Anweisungen. Und das müsste man jetzt komplett richtig aufmachen. Ich weiß gar nicht, soll ich das jetzt aufmachen oder soll ich das jetzt nicht aufmachen? Das ist jetzt die Frage.
Naja, ich mach's auf. Und schwuppsiwupps, schon ist die Collector's Edition nichts mehr wert. Wollen wir mal schauen, was drin ist? Ich wette, das sind die Poster. Oder es ist von Ubisoft eine Anweisung. Ja, sie werden unser neuer PR-Berater, wie auch immer. Ach, ich glaube, das ist... Oh, das riecht aber richtig produktionsfrisch. Das riecht schon leicht künstlich, um es mal so zu sagen. Ach, das ist das Poster! Gott, ich habe schon lange keinen Poster mehr irgendwo gehabt. Ich versuche es mal in die Kamera. So, hier das schöne Poster. Könnt ihr euch irgendwo hinhängen, wie auch immer. Und ja, cool. Hätte ich gewusst, dass das Poster drin ist, hätte ich das Ding nicht geöffnet. Aber egal. So, oh, da muss ich aufpassen, dass er es nicht sieht. Erstmal so gucken. Ne, weil ich hatte schon mal das Problem, dass ich aus Versehen von sowas den Season Pass gezeigt habe. So, das hier quasi Special-Geschichten. Und zwar habe ich hier einmal so einen Spezialrucksack. Eine Spezialwaffe, das gleiche zweimal. Sehr schön. Und dann habe ich hier den Season Pass. So richtig eine kleine Karte, die man rausnehmen kann. Eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Aber den Code kann ich euch leider nicht verraten. Tut mir leid. So, dann haben wir hier das Spiel in der Xbox One-Variante. Entschuldige, konnte ich mich nicht verkneifen. In der PS4-Variante natürlich. Ne? Normale Hülle kennt ihr ja. Könnt ihr jederzeit, ja, ist nichts Besonderes. Ich glaube, das Ding brauche ich jetzt nicht erstmal auspacken. So, dann kommen wir aber jetzt zu dem Highlight, wo ich wirklich gespannt bin, ob das Ding von der Qualität nun gut ist oder eher semi-gut ist. Wir können ja mal raten. Ich sage, es ist eher so semi-gut, weil ich glaube nicht, dass für diesen Preis eine richtig coole Uhr dabei liegt. Aber wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall, oh, nicht gleich aufgehen hier. Ich will auch erstmal, ne? So, auf jeden Fall ist schon mal die Schatulle recht groß, ne? Kann man ja hier so sehen. Schon in Ordnung, hier so meine Hand als Vergleich. Also, als würde ich eine Uhr kaufen gehen. Ich meine, das ist... Oh, okay. Oh, ich glaube, ich werde mich... irren. Hier, guckt schon mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ist schon richtig hier mit Polster und alles. Ich mache mal das Polster weg. Schieb mal die Uhr raus. Und, Alter, die ist ja richtig schwer. Die ist ja richtig hochwertig. Das ist ja wirklich ein richtig hochwertig... Vergiss, ich habe die Wette verloren. Ich habe die Wette verloren, deswegen verlose ich am Ende dieses Videos auch nochmal ein T-Shirt von Division. Das ist sogar mit so einem... Es ist also wirklich, also als ich mir damals meine Boss-Uhr gekauft habe, war die weniger gut verpackt. Hier ist sogar richtig so ein Kissen dabei, damit das Ding richtig schön da liegt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Uhr richtig schwer zu sein scheint. Ihr seht jetzt hier gleich mal eine Nahaufnahme. Und ich kann einfach nur sagen, das Ding sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Also, puh, bin völlig überrascht. Er hat noch so einen Clip-Verschluss, wie ich es früher immer gerne gemocht habe. Und ja, ihr habt ja eben gerade in der Nahaufnahme gesehen, wie das aussieht. Und ja, die Uhr ist wirklich tipptopp verarbeitet. Kann ich nicht anders sagen. Also die Uhr ist echt ein Highlight und da ist auch noch was drin. Und zwar, oh, auch richtig geil, eine Batterie ist bei. Und eine Anweisung, wie man mit Batterien umgeht, das ist natürlich auch wichtig. Und nochmal, falls die Uhr zu klein ist, nochmal extra so ein Verlängerungsarmband-Ding, wie man es nennt. Sehr geil. Dann auch eine Gebrauchsanweisung. Klar, wenn man eine Batterie reinlegt, dann muss man natürlich einiges beachten. Und sogar ein Schlüssel. Also wenn euch die Uhr zu klein ist und ihr müsst dieses extra Ding dran machen, könnt ihr wirklich hiermit das Ding dran machen. Also die haben wirklich mitgedacht. Ich bin völlig überrascht von dieser Collector's Edition. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte sie keiner auf dem Schirm. Alle haben gesagt, die Division wird kacke und die Collector's Edition wird abzocke. Leute, das ist keine Abzocke, das ist wirklich richtig gut. Du kriegst ja wirklich für diese 120, 130 Euro richtig gutes Material, das muss man ehrlich sagen. Weil man darf auch nicht vergessen, das Spiel an sich kostet 60 Euro. Der Season Pass kostet, meine ich, auch 40 Euro. Und die Uhr, die beiliegt, ist definitiv, ich würde sagen, es ist eine 50, 60, 80 Euro Uhr. Hundertprozentig, weil die ist richtig gut. Ich werde sie auch gleich nochmal anmachen, dann zeige ich euch das auch nochmal in so einem extra Video, was ich jetzt hier einblende. So, das war die Division Sleeping Agent Edition. Ich will mal Sleeping Dogs sagen. Aber es ist ein anderes Spiel. Mein Fazit ist, ich bin wirklich überrascht. Ich bin wirklich positiv überrascht. Das schafft eigentlich kaum ein Publisher oder kaum ein Spielehersteller, wenn ich ehrlich bin. Ich bin überrascht, dass man für dieses Geld so tolles Material kriegt und in einer so guten Qualität. Das letzte Mal habe ich das gesehen bei der Bloodborne-Edition, meine ich, und bei der Mortal Kombat Collector's Edition, die auch wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr genial waren. Ich kann nur sagen, Ubisoft, wirklich Respekt, habt ihr toll gemacht. Eine richtig tolle Collector's Edition.
wo alles drin ist, Season Pass, eine richtig geniale Uhr, das Material. Ich werde auch nochmal am Ende des Videos alles nochmal einblenden, so, damit ihr euch das mal angucken könnt, nochmal genauer. Wie gesagt, bei macmediaonline.de, ich hoffe, ihr habt die Adresse jetzt richtig gesagt, gut geschossen für 130 Euro, nicht mal 130 Euro, ich glaube, es waren 121 Euro. Guckt euch mal das an, ne, dann spart man ein bisschen Geld, man muss ja nicht immer hier bei Amazon und Konsorten kaufen. Außerdem, ja, ihr wisst ja, da gibt es ja auch immer wieder Probleme. Bleibt nur zu sagen, top, ich freue mich mit euch auf jeden Fall das Spiel zu spielen und die Uhr ist echt ein Highlight, ich kann es nicht anders sagen, die Uhr ist echt ein Highlight, Wahnsinn. Mein Name ist ThePro, besucht ps4info.de, hautze rein! Is it a virus? How does it spread? Is it airborne? It's a possibility. We don't know. Health hazard or military? Is this a virus? Wenn ich jetzt zwischen den vernagelten Fenstern rausschau, kann ich kaum meinen Augen trauen. Früher waren die Straßen so sauber, voller Menschen und Autos, die sich aufstauen. Verdrängt die Erinnerung an Kind und Frau auch, damit aus den Drüsen nicht ständig Tränen rauslaufen. Das Wasser ist knapp und der Magen knurrt. Der Boss hat gesagt, dass ein LKW mit Nahrung stur Richtung Bahnhof fuhr. Wir bleiben dran und verfolgen grad die Spur. Doch wir umgehen wie die Sperrzone der Army nur. Vielleicht mit einem aktiven Tarnmodul. So verfehlt uns das Radar dann kurz. Was war das? Mit der AK ein Schuss. In Sicherheit nachgeduckt, ganz vorsichtig nachgeguckt. Keine Panik und...